hab gerade Bescheid gesagt, dass meine Mama mich morgen abholen soll. Weil wir bei ihr frühstücken und ich keinen Bock habe, mit dem Bus zu fahren. So. Blöder Schreien, ich mag dich nicht. Was ist da? Ah, da sind wieder diese... Ah. Soll einen das auf die richtige Idee bringen, oder was? Warte mal, ist das ein Turm? Das ist ein Turm. Kann man da irgendwie hoch? Oder haben die sich zu sehr abgesichert? Nein, das sieht auch eine Treppe aus. Der Turm der Hölle? So schlimm. Ich brauche eine Götterstatue. Aber du weißt, wo welche sind, oder? Ich habe die Aussage irgendwie nicht verstanden. Oh, what the heck? Bist du stark? What the holy heck? Ich speichere mal gerade. Ich glaube, der hat beim Schrein auch schon gespeichert, aber trotzdem. Ach so, hier sind die Fähigkeiten. Eine fehlt noch. Ah, okay. Ich brauche irgendwas zu essen. Das Essen, was ich dauernd esse, ist dauernd wieder da, weil ich dauernd sterbe. Was ist da? Das ist nicht die Treppe da. Doch, das ist die Treppe da hoch. Verteidigen die sich? Ich habe hier einen Schrein gesehen. Ah ne, den habe ich. Das ist meiner. Da war ich gerade drin. Nevermind. Warte mal. Excuse me. Das ist von Monstern. Das ist nicht von Menschen. Oh Gott, jetzt raff ich das erst. Oh Gott, okay. Deswegen der Turm der Hölle, weil da nur Monster sind, die super stark sind. Ah, ich bin mehrfach gestorben bei dem Versuch, zum Turm zu kommen, habe es nicht mal bis zum Turm geschafft, habe mich aber vorns durchgeprügelt und dann durchgerannt. Ich weiß zumindest, wo eine Götterstatue ist, aber bis Kakariko wiederzukommen, ist mir zu weit. Ach, stimmt. Nee, Entschuldigung, du hast recht. Ich dachte gerade, direkt am Stützpunkt ist eine, aber das ist ja, die will ja irgendwie nur Irrlichter. Ist ja gar keine betende Statue. Ja, und die einzige, die wir gesehen hatten, war halt oben im Tempel der Zeit, ne? Ach krass. Der spitze Stoßzahn eines besiegten Moblins, zu hart zum Verarbeiten, erhöht aber die Angriffskraft von Pfeilen mehr als üblich und lässt sich mit Kleintieren als Medizin kochen. Blaue Boblinhorn mit zwei extrem harten Spitzen versehen und gekrümmt an einer Waffe befestigt, erhöht das von die Angriffskraft. Spülbar, Koche, Medizin. Ah, okay, jetzt, wo sie mich gesehen haben. Hallo, kann ich die benutzen? Kann ich die vielleicht einfach vor mir herschieben? Ich fall da doch gleich runter. Oh Mann. Oh. Schon wieder dead. Ich könnte nämlich mal mehr Herzen gebrauchen. Ja, aber dann lohnt sich ja ein Flug nach oben. Dann lohnt sich ja der Weg, oder? Ich fand das jetzt eine gute Idee mit der Kugel. Ich war nur überfordert davon. Was möchtest du von diesen... Du möchtest doch jetzt nicht ernsthaft so ein Fass nehmen. Das ist nicht dein Ernst, Junge. Moblin-Herz. Dieses geschätzte Zutat erhält man von besiegten Moblins. Ihr unangenehmer Geruch macht sie zum Kochen unbrauchbar, doch zusammen mit Kleingetier ergibt sie Medizin. Okay. Achso, das waren jetzt zwei neue Sachen. Dann habe ich das andere ja gar nicht gelesen. Blaue Moblinhorn. Ach doch, das habe ich. Das kenne ich. In Kakariko war ich ja kurz, weil ich die Zwillingsberge wieder erkannt und dann wusste ich, wo es weiterging. Ja, das vermute ich auch tatsächlich. Oh, ich will das nicht tragen. Die Kugel tut natürlich auch mir weh. Turm der Ebene von Hyrule. Okay, das ist aber ja ein bisschen witzlos. Dass ich da einfach durchrennen kann und die gar nicht besiegen muss. Aber da willst du dich halt auch nicht hin teleportieren, ne? Ab rein hier. Und zurück zum Stützpunkt. Oh, wie schön blau. Aha. Oh, ich mag die Animation voll gerne. Schön. Deine Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Ach, das ist auch noch die Ebene von Hyrule. Ich verstehe. Deine Himmelskarte wurde aktualisiert. Okay. Hilft mir das jetzt irgendwie? Da ist noch ein Schrein und da ist einer. Da ist irgendwas. Das war knapp. Es ist keine Eichel, oder? Ein Goldapfel, seltene Frucht, die geheimnisvoll glitzert und manchmal unter ganz normalen Äpfeln zu finden ist. Der Verzehr ist etwas für Gourmets. So süß wie dieser Apfel ist kein anderer. Oha. Noch ein Goldapfel. Oha. Voll gelohnt, hier vorbeizuschauen. Noch einer. Das sieht irgendwie aus, als wäre das ein ganz normaler Apfel oder so ein orangener Apfel mit einer grünen Schicht obendrauf. Das sieht super komisch aus. I don't know. Oh, oh, was ist das? Sonnenfleckchen. Eine wilde Pflanze, die an sonnigen Stellen in großen Höhen wächst. Kann das Kochzutat deine Herzen wieder auffüllen, wenn diese durch Miasma reduziert wurden? Das ist aber sehr explizit. Eine Ausdauerknolle endlich mal wieder. Oh, ich würde sagen, dann habe ich hier alles. In welche Richtung müsste ich denn? In die Richtung. War das schon Himmel? Das ist Himmel. Oh, okay. Krass. Jetzt bin ich auf der Erde. Ach, heftig. Voll gut. Ich versuche jetzt so gut es geht, da hinten hinzukommen. Ist ja Zeit in der Nähe von mir. Bin auf dem vergessenen Plateau. Oh, ja cool. So, die zwei Schreine will ich auf jeden Fall noch. Oh, was war das? Ein Stein mit einem grünen Rubin. Okay, cool, danke. Ich habe kein Pferd registriert, ne. Oh, wie cool. Meine Mama und meine Geschwister haben extra Hafermilch und Margarine für uns geholt. Die sind zwar nicht vegan, aber mein Bruder und ich halt schon, deswegen... Und morgen gibt's Frühstück bei Mama wegen Muttertag. Au? Excuse me, dieser Baum bewegt sich. Dieser Baum bewegt sich. What the holy heck? What the heck? Oh mein Gott. Das meinte ich gestern. Einfach ein laufender Baum. Ja. Oh mein Gott, was? Ich bin gerade so erschrocken. Ich weiß auch nicht. Hartholzprügel. Diese Schlagwaffe wurde aus dem Ast eines sehr widerstandsfähigen Baumes gefertigt. Ihre hohe Haltbarkeit hätte man ja angesichts ihres Aussehens gar nicht so zugetraut. Oha. Ich glaube, dann hätte ich das aber ganz gerne. Ich habe zu wenig Platz. Ich brauche unbedingt Maronus. Ob der da ist, wo er in Pressifzowald auch war zum ersten Mal? Ich will alle Waffen behalten. Ja, okay, das hier ist vertretbar. Oder ist es der einzige mit Stein, den ich habe? Ja, schon, ne? Ich glaube, dann tue ich lieber das weg und behalte den mit Stein. Dem Stein. Was man hier so alles findet, ne? Da ist ein Lager, ein Monsterlager. Die sahen aber eben sehr, sehr friedlich aus. Dabei, warte, da bewegt sich auch irgendwas. Ich guck gleich von oben. Ach, da ist der Schrein ja auch schon. Nein, das ist keiner von denen, den ich dachte. Na gut. Oh, ob ich das schaffe? Na. Aber höre ich da einen Krog? Oder jemand anderen schreien? Ja, da ist ein Krog. Ach, er möchte bestimmt wieder zu seinem Kumpel. Oh, ich wusste nicht, dass die hier unten auch sind. Wie süß. Das ist voll smart mit dem Turm, dass der einen bis in den Himmel schießt. Das ist voll gut. Ich bin so begeistert. Okay, hier ist nichts, da drüben ist nichts. Wo ist dein Freund? Ich sehe ihn nirgends. Oh je, was für ein Schlamassel. Wer hätte gedacht, dass ich von meinem Freund getrennt werden würde? Was? So weit? Sieht so aus, als würde er mir ein Rauchsignal schicken. Oh mein Gott, so weit? Jetzt sehe ich den Rauch erst. Oh Gott. Ich bin so erschöpft, ich kann mich... Als ob ich dich da jetzt hinbringe. Oh mein Gott. Nope. Hier sind überall Feuerwerfer. Was war da? Aber irgendwas Rotes. Achso, Gegner. Und da fällt was runter. Ob man eine Zeitbegrenzung bei einem Spiel hat, wenn alles runtergefallen ist vom Himmel, dann ist das Spiel vorbei? Also, wird gar keinen Sinn machen, aber... Ach, das ist ein Bienennest. Wissen die, dass ich das war, wenn ich hier bin? Wir sind nicht bei Ocarina of Time. Du meinst Majoras Mask, ne? Aber ja, da hast du wohl recht. Honig direkt vom Bienenstock ist besonders nahrhaft. Wenn man ihn zur Verfeinerung von Gerichten verwendet, verleiht er ihnen den praktischen Effekt, die Ausdauer zu steigern. Ach, schön. Falsche Tasten gedrückt. War Majoras Mask mit dem Mond? Ja. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Mein Bett, alles gut. Ich habe den Witz trotzdem verstanden. Und er war trotzdem gut. Oh, eine Sputkröte. Okay. Interessant. Höhlenwesen. Es gibt spezielle Flora und Fauna, die man nur in Höhlen finden kann. In Bewegung. Mhm. Oh. Waren das vielleicht gar keine Flammenwerfer, die da gerade lagen? Bei dem Krog? Warte, halt, stopp! Ha! Wow, 5 Holzpfeile. Krasser Shit. Ah, jetzt kann ich es selber bauen. Okay, ich habe die Vermutung, das waren gar keine Flammenwerfer. Ach Quatsch, falsches. Das sind Räder. Es war doch gerade, warum? Na toll! Ich klaue mir einfach das da. Ich baue mir das doch jetzt nicht selber. Warte! So, wobei, das kann ich ja auch damit einfach. Okay, voll cool. Ah, ich verstehe. Wo ist denn das jetzt? Wo ist denn das jetzt da drin? Oh, es ist kaputt gegangen. Ah. Aber das war doch jetzt gerade ziemlich lang offen. Okay. Aber dann muss doch das Brett da auch liegen. Das reicht mir ja. Oder das meinetwegen. Ich habe direkt gesehen, wie der Reifen muss dahin. Wohin? Okay, warte mal. Was machen wir anders? Ach so, reicht ja schon. Und jetzt? Oh Gott, ich habe nicht damit gerechnet, dass hier nochmal was ist. Ach, mein Auto ist da runtergefallen. Okay. Ach Gott. So geht's auch. Ich hatte das gar nicht so geplant. Ich wollte was ganz anderes machen, aber dann habe ich gemerkt, dass ich ja durchkam. Geht nicht, oder? Ach so, das ist eine Plattform? Ich komme doch hier nie wieder raus. What the heck? Ich verstehe das nicht. Wie soll mir das Rad denn hier helfen? Das war spät. So vielleicht? Ah. Habt ihr auch gemerkt, dass die ganzen Fähigkeiten keinen Cooldown haben? Das war ja im anderen Spiel essentiell eigentlich sogar. Hä, ich verstehe nicht. Das fährt ja nicht. Hat jemand einen Tipp? Andersrum? Mit dem Rad nach oben? Nee, oder? Warum nicht? Aktivieren? Okay, daran habe ich nicht gedacht. Aber das hilft mir ja trotzdem nicht. Ach so, oh, warte. Ich habe Angst, vor mir zu fallen. Warte mal, halt, stopp hier. Warte mal. Okay, dass die aktiviert werden müssen, daran habe ich nicht gedacht, weil ich habe ja kein eigenes Auto gebaut. Das war jetzt quasi dann doch nicht so schlau. Warum ist das losgefahren? Ich habe das doch ausgemacht extra. Komme ich da jetzt dran? Ja, dann komm mal zurück und geh dann mal wieder nach vorne. Ah, ja, ja. Okay, danke für die Hilfe. Also, ja, doch, das Aktivieren hat mir geholfen und dann habe ich ja... Ja, okay, ja. Okay, interessant. Hä, ja, das Spiel ist so gut. Und ich bin gerade voll froh, dass es mir immer noch gut geht. Weil ich mich zwischendrin um meine Bedürfnisse gekümmert habe. Das war schön. Und auch auf meine Bedürfnisse achte. Apropos, ich muss mal auf Toilette. Immer diese Bedürfnisse, die stören beim Streamen. Oh. Leider ja, aber müssen sein, deswegen geh auf Toilette, bis gleich.